TH Barbecue mit Herzblut grillen. Jetzt geht's los. Ich mache heute eine Zucchini-Bombe und dazu gibt es Lammnüsschen. Und dafür brauche ich die folgenden Zutaten. Es geht los mit diesen wunderbaren Lammnüsschen, geschnitten aus der Lammkeule. Dann habe ich hier jede Menge Bacon vorbereitet, Blattpetersilie und eine große Zucchini. Weiter geht es mit gekrümelten Feta-Käse, grob geschnittenen Zwiebeln, etwas griechischen Joghurt und ein Knoblauchöl. Und dann braucht ihr noch eine griechische Gewürzmischung. Ich habe jetzt hier Smoking Zeus von Ankerkraut. Ich beginne damit, dass ich mir die Marinade für mein Lamm vorbereite. Dazu gebe ich die Blattpetersilie, die grob geschnittenen Zwiebelstücke, etwas vom Knoblauchöl und zwei Löffel vom griechischen Joghurt in ein Mixgefäß. Gewürzt wird das Ganze mit Smoking Zeus. Ihr könnt euch natürlich auch gerne selber eine Gyros-Gewürzmischung herstellen. Und dann wird es mit dem Pürierstab fein durchgemixt. Das Fleisch gebe ich mir zum Marinieren in so eine kleine Konsistform. Und anschließend kommt die Marinade auf das Fleisch. Wenn ihr die Zeit habt, dann könnt ihr das natürlich gerne am Abend vorher vorbereiten und das Ganze über Nacht marinieren lassen. Bei mir müsste es heute etwas schneller gehen, deswegen habe ich es nur 2-3 Stündchen marinieren lassen. Aber ihr wisst ja, Marinade, umso länger sie am Fleisch ist, umso mehr habt ihr nachher davon. Gut, ich bestreiche mir jetzt hier also beide Seiten mit der Marinade und dann hat das Fleisch erstmal Zeit durchzuziehen. Weiter mache ich mit dem Schafkäse, den habe ich jetzt hier also schon mit der Gabel schön krümelig durchgedrückt. Dazu kommt ein kleiner Löffel griechischer Sahnejoghurt und der Rest von meinem Knoblauchöl. Knoblauchöl, also einfach nur Öl und Knoblauch püriert. Dazu gebe ich noch etwas Smoking Zeus Gewürz von Ankerkraut und dann wird das Ganze durchgerührt, bis eine homogene Paste entstanden ist. Damit möchte ich nachher die Zucchini würfeln. Nicht würfeln, sondern füllen. Und damit ich sie füllen kann, muss ich die Zucchini etwas vorbereiten. Ich schneide die beiden Enden ab und steche mir dann mit einem Apfelkerngehäuse-Ausstecher solche Löcher in die Zucchini. Also einfach ansetzen und ganz durchdrücken, sodass die Zucchini nachher diese durchgängigen Löcher hat. Und in diese Löcher fülle ich mir jetzt von meiner Feta-Käse-Mischung etwas hinein, bis eben das Loch wieder vollständig gefüllt ist. Das ist ein bisschen frickelig, da müsst ihr ein bisschen Geduld haben, aber nach einer Weile klappt das relativ gut. Immer mal wieder andrücken und gucken, ob nicht noch Lufteinschlüsse vorhanden sind. Und am Ende, wenn alle Löcher gefüllt sind, putze ich mir die Zucchini noch ein bisschen mit einem Zebertuch sauber. Und jetzt soll die Füllung natürlich in der Zucchini bleiben und nicht rauslaufen. Und dazu brauche ich jetzt den Bacon, das heißt, den schlage ich mir jetzt hier außen rum um die Zucchini und vor allen Dingen natürlich über die Löcher mit dem Käse. Und weil mir eine Scheibe da ein bisschen zu unsicher wäre, was hilft? Genau, eine zweite Scheibe. Die wickle ich einfach nochmal oben drüber. Schön stramm ziehen das Ganze, sodass der Bacon nachher im Grill nicht wieder aufgehen kann. Und dann sollte das Ganze gut verschlossen sein und auf dem Grill dann schön aufknuspern. Hier seht ihr es nochmal. Achtet darauf, dass ihr die dickeren Stellen vom Bacon schön über den Löchern mit dem Käse habt, sodass ihr sicherstellen könnt, dass euch dann nachher wirklich dann nichts aus dem Grill rausläuft. Und sicher ist sicher, deswegen noch eine Scheibe Bacon. Das bringt nicht nur Sicherheit, sondern das bringt natürlich auch nochmal eine ganz gehörige Portion Geschmack an dieses, ich möchte fast sagen, etwas geschmacklose Sommergemüse. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Und jetzt ist es Zeit, die Zucchini-Bombe auf den Grill zu bringen. Dazu setze ich mir hier so einen Rost auf, damit das Ganze entkoppelt ist. Und darauf kommt dann die Zucchini. Ich habe links und rechts die Brenner an und lasse die Zucchini jetzt ungefähr bei etwa 200 Grad für, 30 Minuten grillen. Wenn das Ganze soweit fast fertig ist, lege ich mir auf den äußeren Brenner schon mal mein Fleisch auf. Der läuft ja sowieso, also kann ich die Grillfläche auch nutzen und hier also meine Lammnüsschen geschnitten aus der Keule vom Lamm nochmal schön angrillen. Das Ganze nach einer Weile nochmal ein bisschen drehen und anschließend kann man dann das Fleisch wenden. Ihr seht es, so entsteht das allseits beliebte Rautenmuster und dann das gleiche von der anderen Seite auch nochmal. Hier also auch nochmal
eine kurze Drehung dem Ganzen geben, so dass wir hier auch ein schönes Branding erreichen. Und natürlich haben die Fleischstücke jetzt noch nicht ihre Kerntemperatur erreicht, deswegen ziehe ich sie mir hier in den indirekten Bereich und lasse sie indirekt noch auf etwa 58 bis 59 Grad gar ziehen. Wenn diese Gradzahl im Kern erreicht ist, ist unser Fleisch fertig und kann angerichtet werden. Tja, das war mein Video zur Zucchini-Bombe mit den Lammnüsschen. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir gerne einen freundlichen Kommentar, gebt mir einen Daumen nach oben, und solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann dürft ihr das jetzt gerne nachholen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.